Willkommen zum Roten Sofa. Das ist ein Interviewformat im Rahmen des GMK-Forums. Ich bin Lena Kronbürger, Journalistin und Moderatorin und spreche heute mit Professor Dr. Jens Junge. Hallo. Hallo. Sie sind Hochschullehrer, Sie sind Autor, Unternehmer und Sie leiten das Institut für Ludologie. Und Ludologie, das ist die Lehre vom Spielen. Sie sind also Spielforscher. Ja. Was machen Sie genau in Ihrem Alltag? Also beruflich spielen natürlich, aber auch weiter mit Spaß und Freude dabei. Und ich versuche halt, die Mechanismen hinter den Spielen zu ergründen, die Motive, warum Menschen spielen, die Elemente zu suchen, die übertragbar sind aus sehr sozusagen motivierenden Spielerfahrungen hin in den Alltag, in die Unternehmenskultur oder in die Produktgestaltung. Weil wir Menschen, ja, wir lieben das Spielen. Und das dann besser zu verstehen, also das Spielen ernster zu nehmen, das ist so meine Passion. Das Spielen ernster zu nehmen. Das heißt, die meisten Menschen haben vermutlich die genau entgegengesetzte Motivation. Sie wollen mal Leichtigkeit ins Leben bringen. Sie wollen das Ernsthafte ablegen. Oder welche Motivation haben Sie in Ihrer Forschung herausbekommen? Warum spielen Menschen? Also Spiele haben ja etwas damit zu tun, dass es ja künstliche Herausforderungen sind. Wir treten aus der Wirklichkeit raus in einen neuen Erfahrungsraum. In diesem neuen Erfahrungsraum sammeln wir eben auch ganz andere emotionale Erlebnisse, die wir eventuell verarbeiten, mitnehmen können, wieder dann in unsere reale Welt. So, also wir sind, seitdem wir irgendwie auf diesem Planeten rumlaufen, natürlich auch zum Spielen verdammt. Ja, also wir fangen explorativ an, unsere Welt zu erkunden, spielerisch die Welt zu sehen und sie zu begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und mit der Sprachentwicklung 40.000 vor Christus ging es halt los, dass wir auch dann Fantasiespiele uns irgendwie vornehmen konnten, aus diesen Fantasiespielen eben Dinge sich entwickeln, die es auch real nicht gibt, wie den Löwenmensch, ja, aus einem Mammutstoßzahn geschnitzt im Ulmer Stadtmuseum zu sehen. Also wir haben das erste Mal angefangen, eben Spielzeug zu produzieren. Und Spielen hat was damit zu tun, dass wir die Welt im Kleinen uns ansehen, dass wir Modelle der Welt abbilden und versuchen damit halt uns die Welt auch mehr zu erschließen, besser zu erschließen und damit umzugehen und wie gesagt, damit auch dann irgendwann mal reale Herausforderungen vielleicht besser auch in Angriff nehmen zu können. Das heißt, wenn ich mich jetzt am Nachmittag einem Computerspiel widme, dann könnte ich sagen, das klingt erstmal ziemlich gesund, weil damit begreife ich ein Stückchen weiter unsere Welt. Also, wir lösen Konflikte auch im Spielen. Wenn Sie sich an den Computer setzen, mag das sein, dass dieser Leistungskonflikt, der in Ihnen ist, soll ich jetzt was Sinnvolles tun und so weiter, das wird gerade aufgehoben. Ja, Sie nehmen sich einfach Zeit für Müßiggang, für vielleicht Meditation, vielleicht aber auch für einfach Herausforderungen, die Ihnen das Leben spannender gestalten lassen, weil Ihr Job vielleicht langweilig ist. Könnte ja sein. Und Sie mehr Aufregung und Action brauchen. Also wir hadern mit dem Schicksal. Wir lernen halt eben mit Schicksalsschlägen im Spiel umzugehen, diesen Konflikt. Ist jetzt das Glück auf unserer Seite? Ja, nein. Wir versuchen uns weiterzuentwickeln. Die Persönlichkeit des Menschen hängt eben auch an Spielerfahrungen. Wie offen sind wir? Wie verlässlich sind wir? Wie gelassen sind wir? Wie emotional stabil sind wir? All sowas wird auch dann indirekt im Spiel trainiert und geübt, auch wenn Sie jetzt gerade sagen, Sie wollen sich da nur an das Spiel ransetzen, um ein bisschen Spaß zu haben und zu entspannen. Dabei passiert aber ganz viel mit Ihnen und der Grund, warum Sie es vielleicht tun, ist Ihnen gar nicht bewusst. Es gibt ja so ein Fachwort, Serious Games. Das klingt jetzt nicht so nach Entspannung. Was steckt denn dahinter? Also erstmal ist es ja schon mal ein Spiel. Serious Games, da geht es um Spiele. Es geht nicht nur um Gamification, also nicht nur irgendwie irgendwelche Spielelemente rausgenommen und in eine nicht spielaffine Umgebung implementiert, sondern Serious Games sind von Anfang an sozusagen Spiele, die daherkommen und sagen, du möchtest was lernen. Wir Menschen haben aktuell ganz viele Herausforderungen, vom Klimawandel angefangen über eben Digitalisierungsprozesse, die Wirtschaft muss sich umgestalten. Serious Games sorgen mit dafür, dass wir die Komplexität dieser Herausforderungen simulieren können, dass wir sie erfahren können,
dass wir eben mit den Mehrdeutigkeiten, den Konflikten in unserer Welt besser umgehen lernen, dass wir diese Unsicherheiten, die wir vielleicht halt haben, innerhalb von Serious Games erstmal eben ohne schlimme Konsequenzen durchspielen, ausprobieren, ja, und erfahren können. Von daher sind Serious Games sehr wichtig für die Vermittlung von komplexen, schwierigen Herausforderungen. Hätten Sie da ein paar Beispiele, also wenn ich jetzt mich an solche Spiele heranwagen wollen würde? Also das sind ja sehr viele Institutionen, Verbände oder eben größere Unternehmen, die eben genau mit solchen Serious Games daherkommen. Und wenn Sie sich heute die Medizinausbildung halt angucken und die Themen, die dort mit VR, AR, also mit Virtual Reality halt angegangen werden, da ist es schon angenehmer, eben vielleicht im digitalen Raum einen Menschen aufzuschneiden, als vielleicht dann halt eben an einer Leiche. Und so ist es halt bei vielen Dingen, dass wir bei vielen Technikanbietern, wenn es auch um technische Berufe halt geht, wenn dort Auszubildende gesucht werden, ein Verband auf die Idee kommt, zum Beispiel den Auszubildenden zu zeigen, auf was sie sich einlassen würden, wenn sie diesen Ausbildungsvertrag unterschreiben, was in dieser Branche halt üblich ist. Und dann spielen die in so einem Spiel schon mal halt das so durch, ob ihnen das wohl liegt. Dann brauche ich kein Praktikum zu machen, dann verliere ich die Angst vielleicht vor einer solchen technischen Komplexität oder dass das so viel mit Mathe zu tun hat. In so einem Spiel wird Motivation vermittelt und ich bekomme einen Erfahrungsraum plötzlich aufgemacht, der so im Realen nicht so zügig und so schnell und vielleicht auch so selbstgesteuert auch stattfinden kann. Das sind sehr anschauliche Beispiele gewesen, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist das jetzt schon Realität oder ist es eher so ein Blick in die Zukunft gewesen? Nein, also da gibt es schon, ich sage jetzt mal so seit 20 Jahren, schon sehr, sehr gute und anspruchsvolle Serious Games. Und auch sagt, jetzt für die Medizin, was Sie auch als Beispiel erwähnt hatten. Ja, und wenn Sie sich eben mal tolle Studentenprojekte angucken oder die Prämierungen denn beim Deutschen Computerspielpreis, da gibt es auf der Webseite eben auch die letzten Jahre und die Beispiele, da werden immer Serious Games, also in einer Kategorie, auch mit prämiert und ausgezeichnet. Also da gibt es eine Übersicht und es gibt auch eine Datenbank von der TU Darmstadt, wo man auch eben dann sich mal die Serious Games, welche sind da öffentlich zugänglich, auch angucken kann. Also Sie können auch, und einer der beliebtesten vielleicht sozusagen Simulatoren, der auch eben über 20 Jahre alt ist, ist von Microsoft ja der Flugsimulator. Also da bin ich nicht Pilot, aber man kann eigentlich diesen Flugsimulator, so echt wie der halt ist, auch als Serious Game bezeichnen. Passiert es Ihnen oft, dass Sie erklären müssen, was Ludologie heißt? Oder würden Sie sagen, in der Wissenschaft ist das schon total anerkannt? Oh nein. Also es ist doch tatsächlich so, dass sehr viele einzelne Disziplinen daherkommen und auch mit dem Thema Spiel zu tun haben. Es gibt Spielpädagogen, es gibt in der Psychologie eben auch diejenigen, die eben mit der Spieltherapie unterwegs sind. Es gibt Soziologen, die sich versuchen, Gesellschaftsphänomene halt mit Spiel zu erklären. Es gibt Wirtschaftswissenschaftler, die eben das Spiel sehr mathematisch reduzieren auf die Spieltheorie, so nennen sie das. Da gibt es oben drüber viele Spieltheorien, aber die Wirtschaftswissenschaftler haben diesen Begriff ein bisschen gekapert, um eben dann Wahrscheinlichkeitsrechnung aus dem Brettspiel kommend halt sich anzugucken und eben Entscheidungstheorie damit halt zu erklären und. Also es gibt ganz viele Disziplinen, die Methode Spiel entdeckt haben. Und aber so etwas Interdisziplinäres und Transdisziplinäres, das sich überall diese Disziplin spannt, das ist bis jetzt nicht so berühmt. Also wie gesagt, da sind wir Menschen mehr dabei und auch die Wissenschaftler immer kleinteilig zu denken. Wir haben bei den Themen Spielfilmen, dann halt die Filmwissenschaften, wir haben die Theaterwissenschaften, wenn es um Schauspiel geht, wir haben die Musikwissenschaften, wenn es um das Spielen von Musikinstrumenten geht und. Wir haben ganz viele Spielelemente und auch ganz viele spezielle eben sozusagen Spielwissenschaften, mit denen wir uns befassen können. Und die Ludologie versucht eben, das miteinander zu verbinden und einen Metablick auf dieses Thema, auf diese anthropologische Konstante des Spielens, wie der Mensch halt so ist und wie er Problembewältigung halt angeht. Das ist so eine Disziplin, die leider auch in der Kulturpolitik bis jetzt noch nicht ernst genug genommen wird. Umso schöner, dass Sie uns jetzt die Ludologie, die Lehre vom Spielen etwas näher gebracht haben und auch sehr alltagsnah beschrieben haben. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Professor Dr. Jens Junge. Sehr schön und vielen Dank für Ihre Fragen, dass ich doch mal wieder für meine
im Disziplin auch ein bisschen trommeln und werben durfte.